Schön, dass ihr wieder dabei seid bei den Edeka-Genussmomenten. Ich bin's, euer Kev. Und wenn ihr noch auf der Suche seid nach dem perfekten Weihnachtsbraten, habe ich das Rezept für euch. Außen knusprig, innen saftig und macht ordentlich was her. Filet Wellington. Wie der Name schon sagt, braucht man natürlich ein Filet, und zwar ein Rinderfilet. Wichtig ist da, ein schönes Mittelstück zu nehmen, das gleichmäßig ist, weil natürlich, wenn ihr die Spitze habt oder ihr Kopfstück, das ist immer verflacht sich und dadurch würde natürlich die Garstufe anders sein. Das lassen wir auch erstmal noch hier stehen und starten mit dem Mangold. Der muss nämlich blanchiert werden. Wasser, oh ja, kocht. Salz dazu. Da ich ja letztens gehört habe, Mensch, ich soll ein bisschen aufpassen, nicht über dem Topf salzen, nehme ich mir natürlich zu Herzen, weil ich eure Kommentare. Deshalb jetzt einmal hier in die Hand. Und dann ab ins Wasser. Rein geht's für den Mangold baden. Der Mangold muss jetzt blanchiert werden, wichtig, nur so ein, zwei Minuten, dann in Eiswasser abschrecken. Auch im Abschreckwasser muss Salz rein. Dann kommt der Mangold aus dem Wasser raus und in das Eiswasser rein. Wenn der Mangold richtig schön eiskalt ist, hole ich mir ein bisschen Papierrolle. Kann man die Blätter hier schön abtropfen lassen. Also wichtig ist, dass die schön trocken sind, damit die nachher auch den Blätterteig nicht irgendwie feucht machen. Was wir nicht brauchen, sind die Strünge. Ich schneide so V-förmig den Strunk so raus. Wenn da so ein kleines bisschen drin ist, das macht nichts. Jetzt bereiten wir unsere Pilzdüchsel vor. Also Pilzdüchsel bedeutet im Grunde genommen eine Masse aus Pilzen, in dem Fall Champignons, die man sehr, sehr fein schneidet oder hackt. Ich mache es mir heute ein bisschen einfacher. Ich lasse die Maschine arbeiten. Man muss immer ein bisschen schütteln. Sieht gut aus. So, warum machen wir das so klein? Weil wir werden die jetzt gleich mit ein bisschen Schalotten, Knoblauch in der Pfanne schön anbraten, damit möglichst viel Flüssigkeit rausgeht. So, da haben wir hier Schalotten, Knoblauch. Stellen wir uns mal eine schöne große Pfanne auf und volle Lotte an. Die Pfanne muss halt richtig heiß sein, damit wir halt auch wirklich das Wasser rauskriegen. Jetzt haben wir hier die Petersilie. Da ganz einfach hier so abrasieren. Pfanne ist heiß, kleines Stück Butter. Und da geben wir jetzt direkt die Pilze dazu. Oh, richtig schön Pilzaroma. Das lassen wir jetzt wirklich so lange hier anbraten, bis wirklich kaum noch was zu zischen hören, weil das Wasser raus ist. Ne? So, jetzt kommt nämlich das Wasser und das soll jetzt verdunsten und weggehen. So, das stellen wir mal hier rüber. Das kann ich hier weiter kochen. Und wir kümmern uns jetzt ums Fleisch. Das muss nämlich angebraten werden. Hier nehme ich jetzt so eine richtig schöne Eisenpfanne, weil ich finde, da ist die Hitzeübertragung am besten. Während die Pfanne jetzt aufheizt, gebe ich hier schon mal in die andere Pfanne mit den Pilzen meine Schalotten-Knoblauchmischung rein. Ist nicht mehr flüssig, richtig schön krümelig wird das jetzt leicht, optimal. Jetzt garen wir nur noch Zwiebel und Knoblauch und würzen das Ganze dann, die Düchsel dann ganz am Schluss mit Salz und Pfeffer. Das ist wie gesagt jetzt auch irgendwie nicht mehr nass oder feucht, sondern das hat eine optimale Struktur und Oberfläche. Und hier brate ich jetzt auch gegen die normale Variante, wo man ja immer sagen, bloß nicht mit Butter anbraten. Hier gebe ich trotzdem Butter rein, um möglichst schnell Röstaromen zu erzielen. Auch anders als beim normalen Steak. Würze ich auf jeden Fall jetzt das Filet vorher, weil wir, wie gesagt, eingepackt das Fleisch haben und dann bekommen wir einfach viel mehr Geschmack noch ans Fleisch als Salz da drauf. So, auch rundherum. Und Pfeffer, Butter rein. So, und da seht ihr, da ist es schon richtig am Rauchen. Das soll es auch. Und da geben wir jetzt unser Fleisch direkt drauf. Und dann gibt es hier richtig Alarm. Jetzt können wir das Ganze einmal drehen. Fürs Aroma geben wir ein bisschen Rosmarin mit dazu in die Pfanne. Auch ruhig ein bisschen Thymian. Ja, das duftet schon. So ein bisschen auf die Fläche. So, Fleisch ist angebraten, sieht top aus. Jetzt kümmern wir uns um die Düchsel. Die ist auch fertig, schön trocken. Da kommt jetzt nur noch die Petersilie rein. So, das vermischen wir schön. Und dann würzen wir das nochmal mit Salz und Pfeffer. Die Düchsel fülle ich mir jetzt hier mal ab. So, wir können unser Filet jetzt mit Senf einstreichen. Hat zwei Effekte. Einerseits das Aroma wird richtig schön und natürlich hat Senf auch Enzyme, die das Fleisch zarter machen. Super, sieht gut aus. Dann kann das schon mal ein bisschen einziehen. So, jetzt geht's ans Eingemachte und zwar machen wir jetzt das Filet in den Blätterteig. Ich würde jetzt einmal nochmal die Arbeitsfläche kurz bemehlen. Ganz bisschen nur. Jetzt rollen wir uns hier den Blätterteig einfach aus. Drehen uns den einfach mal um. Und dann ziehen wir uns das hier ab, das Backpapier. Die erste Schicht, die wir machen, ist natürlich der Mangold. Die schön trocken sind, legen die uns im unteren Drittel so hin. Versetzt legen, dass die Spitze und das breitere Endstück immer in Abwechslung sind. Das ist ein wichtiger Punkt, wo man wirklich sorgfältig arbeiten sollte. So, jetzt kommt die breite Seite wieder auf die andere Seite und so leicht überlappend. Ne? Jetzt kommt die Düchsel, also die Pilzmasse, und drücken die dann auch so ein bisschen an. Und jetzt kommt der große Moment, wo das Filet auf das Ganze drauf wandert. Jetzt haben wir ja ein bisschen Teig über. Das schneiden wir nochmal
so weg, dass wir so zwei Finger breit auf jeder Seite noch stehen haben. So, jetzt nehmen wir den vorderen Teil, also den Teil, der zu uns schaut, und legen den schon mal so um das Fleisch, richtig schön eng, und drehen jetzt das Filet ein. Jetzt drehen wir das einfach ganz straff weiter, andrücken und schön die Luft rausholen sozusagen, bis zur Schnittkante. So, ein bisschen ab, das wird sonst zu dick. Hier das Gleiche. Und dann drehen wir uns die Enden einfach nach innen, sodass wir das schließen können. Wichtig ist dabei, dass die Schnittkante unbedingt unterhalb vom Fleisch liegt, sonst öffnet sich nämlich das Filet. Jetzt legen wir das nochmal auf ein Backblech mit Backpapier. Und wichtig auch, wie gesagt, nehmt hier die Schnittkante mit und die muss unten liegen. Ja? Das sieht ja jetzt schon ganz gut aus, aber ein bisschen schlicht. Und wir wollen ja ein Festtagsgericht machen. Und deshalb muss ich das ganze gute Stück hier noch ein schönes Kleid anziehen. Und deswegen verzieren wir das. Und dafür brauche ich jetzt Eigelb mit ein bisschen Sahne. So, und damit bestreichen wir jetzt rundherum unser eingepacktes Filet. Gründlich arbeiten, soll ja schön werden. Denn wo ihr jetzt kein Eigelb hinbekommt, da würde es natürlich eine andere Färbung bekommen und sieht dann natürlich nicht ganz so gleichmäßig aus. Jetzt habe ich hier meine Teigreste. Das halbiere ich noch einmal so. Zack. Und dann gehe ich mit so einem Pizzaroller hier einfach entlang und mache mir so kleine Streifen. Und die Streifen, die lege ich mir jetzt einfach hier so rüber. Ein bisschen diagonal. Und die andere Richtung. So, jetzt bestreichen wir natürlich auch noch die Verzierung mit der Eigelb-Sahnemasse. Es ist im Grunde wie ein kleines Geschenk. Man gibt sich ganz viel Mühe, damit am Festtag dann wirklich alle sagen, boah, sieht das gut aus und schmeckt das gut. Alles vorbereitet, jetzt kann das Filet im Ofen wandern. Circa 180 Grad, 30 bis 40 Minuten, mittlere Schiene. Es ist soweit. Das Filet Wellington sieht richtig gut aus von außen. Ja. Raus damit. Boah, es duftet erstmal ganz hervorragend. Und jetzt geht das Anschneiden. Das ist wie Geschenke öffnen. Boah, und das kracht. Ohne Druck einfach schneiden. Und schaut euch das an. Sensationell. Boah, richtig schön rosa. Der Teig ist durchgebacken. Die Düchselmasse ist da. Yes! Super geil. Also, das muss ich probieren. Es duftet erstmal fantastisch, diese Pilze, die Kräuter. Oh, lecker. Hm. Mm. Die Kombination ist der Hammer. Dieses wunderbare Fleisch, diese Pilze drumherum, das Knusprige vom Blätterteig, die Kräuter, die geben so eine Frische. Oh. Sensationell. Das ist quasi ein Festtagsgericht. Ihr habt gesehen, es braucht ein bisschen Vorbereitung, aber wenn das gute Stück erstmal eingepackt ist, dann heißt es in den Ofen schieben, wenn alle da sind, und genießen mit guten Freunden. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal. Euer Kev.